Ja, herzlich willkommen, meine kleinen YouTube-Freunde. Mal heute was ganz anderes. Heute mal keine Jagdsimulation bei mir. Und zwar, wir spielen heute ein Survival-Game, ein Aufbau-Survival-Game, ähnlich wie RimWorld. Stranded Alien Dawn. Und ja, ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann starten wir mal rein ins Game. Man hat jetzt hier die Auswahl zwischen Tutorial und New Game. Und ich finde Tutorials immer so, ich gehe da heute mal ein bisschen blind rein. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert, nur dass es so ein bisschen ist wie RimWorld. Ansonsten habe ich mir noch nicht sehr viel davon angeschaut. Eigentlich fast gar nichts. Wir gehen mal rein, neues Game, Start. Okay, man hat anscheinend doch ein Tutorial so ein bisschen. First Tutorial, we learn to interact mit unbekannten Environment. Okay, 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 okay. Move the camera, WASD. Okay, okay. Hat irgendwas runtergefallen? Okay, okay. You can interact with objects. Achso, wir können das jetzt scavenge. Also wir können das jetzt abbauen sozusagen, ne? Und wir sollen einen Busch zum Cutten markieren. Okay. Und da hinten ist noch was abgestürzt. Also hier ist so viel abgestürzt gerade. Okay. Nee. Mach mal den Busch. Cutte mal den Busch hier. The Resource Bar activaten. Okay, okay, okay. Ah, da sehen wir jetzt hier oben unsere Ressourcen. Building a basic camp. Das machen wir doch gleich mal. Hier unten bei Camp. Also man hat trotzdem Tutorial, ne? Können wir aus Schrottmetall so ein Shelter bauen? Das ist nice. Können wir den auch irgendwie drehen? Okay, wir können den mit R rotaten. Das ist geil. Dann baue ich jetzt hier erstmal so ein Shelter hin. Mit T können wir auch, genau, mit R und T können wir rotaten. Top. Jetzt kommt da auch gleich einer von unseren Boys und zimmert das Ding hin. Schön. Gefällt mir. Bisher gefällt es mir. Es ist wieder so ein Game, wo ich sage, da ist das Suchtpotenzial bei mir sehr hoch. Also wenn das geil gemacht ist und auch noch deep, also wenn da viele Spielinhalte drin sind, ich weiß es nicht, es kam ja erst gestern raus, dann ist das schon krass. So. Jetzt müssen wir Sleeping Ports, Spots, da in den Shelter reinknüppeln. Ja. Machen wir gleich mal drei, denn wir haben ja auch drei Leute. So, und wir sollen gleich noch ein Campfire in der Nähe platzieren. Achso, da gibt es so einen bestimmten Radius, in dem man das platzieren kann. Okay. Ist es normal, dass man das Dach nicht sieht? Ah, okay, jetzt sieht man das Dach. Das kann man hier oben aktivieren, ganz rechts oben. Hide the front walls and the roof of all rooms. Okay, hier gibt es keine front walls. Das ist einfach nur ein Unterstand. So ein kleiner Unterstand, ja. Sehr gut. Wir sollen jetzt noch ein Shelter platzieren. Close to the other. Na? To the first one. Dann setzen wir da nochmal ein Shelter hin. Und jetzt können wir, jetzt sollen wir da wahrscheinlich so ein Storage reinhauen, ne? Also ein kleines Lager, wo wir den ganzen Müll lagern, den wir hier abgebaut haben. Improvisierter Lagerplatz zum Ressourcen platzieren. Okay, verstehe. Versucht das immer so ein bisschen zu übersetzen. Ich weiß, mein Englisch ist nicht so ganz so gut, aber... Select Orange Mushrooms. Orange Mushrooms. Ah, okay, guck mal hier. Observe. Ah, die können wir jetzt erkunden sozusagen. Wir wissen noch gar nicht, was die können. Was macht man damit? Macht man daraus Lebensmittel oder was zu heilen oder sowas? Jetzt können wir ein Research Desk bauen. Bauen wir doch mal aus Holz, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich baue vorher noch mal ein Shelter. Ich hätte das gern alles richtig schön unter einem Shelter. So, jetzt open the Manage Research Menu
Okay, okay. Jetzt können wir eine Waffenschmiede researchen. Dauert maximal 3 Stunden. Okay, also irgendwer wird sich jetzt da dran... Ja, okay. Rakar stellt sich jetzt daran und researcht uns auch unsere Weapon-Schmiede. Und Maki ist da hinten noch am Erkunden, was es mit den Pilzen auf sich hat. Okay, das ist natürlich klar, dass sie schlafen müssen, ja. Aber schlafen die automatisch? Ich hoffe. Ich muss denen jetzt nicht sagen, dass sie schlafen müssen, oder? So, wir können eigentlich schon mal hier neue von unseren Absturzteilen, von unserem Raumschiff hier, neue Teile verwerten, damit wir unser Lager füllen. Störter Schlaf. Okay, okay, okay. Ja. Kann ich leider nichts für. Haben wir eigentlich hier in der Nähe auch so Tiere? Es ist ja so ein Alien-Planet, ne? Also müsste es ja auch Alien-Tiere geben hier in der Nähe. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Ressourcen noch, die wir hier abbauen können. Und sehr viel, was wir noch erkunden können. Wir werden ja gar nicht wissen, was das für Zeug ist. Ich spule mal vor, weil die Nacht ist jetzt ein bisschen, ja. Ach, der nimmt den Fortschritt von dem anderen. Okay, ich dachte jetzt kurz, weil der schaut sich ja jetzt die Pilze an, dass der den Fortschritt jetzt verloren hat, weil der andere schlafen gegangen ist. Aber nein, die wissen noch, was es mit den Pilzen auf sich hat. Und der hier drüben, der scavenged das jetzt, dieses, diese Ruinen, diese Ruinen, ach, dieser Schrott. Oh, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten heute, es tut mir leid. Also wir haben bis jetzt, okay, 77 Emergency-Rationen, also Notfallrationen. Das kriegen wir jetzt aus diesen Raumschiffteilen raus. Notfallrationen, okay, sehr gut. Also zu essen ist auf jeden Fall eine Menge da. Wir müssen nur was finden, was wir auf diesem Planeten essen können. Denn lange werden diese Notfallrationen nicht reichen. Die brauchen auch ewig, um diese Pilze da zu analysieren, ne? Okay, jetzt wissen wir zumindest, was wir mit den Pilzen machen können. Zumindest ist der Research jetzt fertig. Oder die Observation. Okay, jetzt steht hier Glittercaps, also was heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Also, okay, die sind tatsächlich zum Heilen da, so wenn ich das jetzt hier mal so Quick Translation, ja, sind die zum Heilen da? Ist schon mal gut. Okay, also wir können daraus so Heilsalbe machen. Die Harvest... 20 von diesen Dingern. Na gut, dann harvesten wir die mal. Und wir sollen eine neue Workbench bauen. Close to Shelter. Verstehe. Machen wir doch die mal hier hin. Okay, jetzt können wir im Prinzip in der Workbench diese Heilungssalbe craften. Das macht er jetzt einmal. Lassen wir mal 10-mal machen. Oder ja, 10-mal, genau. Achso, bis wir 10 haben, das ist auch gut. Oder bis immer, damit wir immer 10 haben, das ist gut. Das ist so ein bisschen wie in Nürnberg, ne? Wir können die natürlich auch für immer herstellen, aber ich glaube, die hatten ein Verfallsdatum. So, jetzt können wir auch einen Kurzbogen herstellen. Den machen wir einmal. Oder lass uns den mal 3-mal machen. Wir haben ja 3 Leute. Ja, okay, wir müssen jetzt, warte mal. Mach mal ganz kurz Pause. Wir können bei dem Bogen synthetische Textilien verbieten. Dass das nicht zum Herstellen dafür genutzt wird. Ah, okay, jetzt macht er den Bogen zuerst. Verstehe. Okay, wir haben jetzt die Reihenfolge, die Priorität geändert. Das ist gut.
Jetzt ist das Tutorial, wir müssten das Tutorial so oder so spielen. Jetzt ist das Tutorial zu Ende, okay. Sind wir jetzt noch an dem Punkt, wo wir eben waren? Oder haben wir jetzt, wir haben jetzt einen ganz neuen... LOL. Ganz neuen Ausgangspunkt. Das ist aber doof. Hätten die uns ruhig den anderen, also unseren Anfangsspielstand und unseren Anfangsspielstand geben können. Find and select the survivor with highest combat skill. Hier. Combat, hier das da oben. Okay, verstehe. Wie fährst du da? 6. Okay, du bist also der mit dem highesten combat skill. Okay, verstehe. Jetzt öffnen wir den Inventory-Tab. Achso, Combat ist Nahkampf. Verstehe. Ah. Jetzt equippt er den Spear. Den Speer. Sehr gut. Er hat im Prinzip eine Nahkampfwaffe. Ist er Nahkampf-ready. Top. Und es gibt so fette Käfer. Okay, verstehe. Wo sind die? Ach, da vorne. Ah, okay, okay, okay. Müssen wir Connor, er ist ja für richtig Idioten, ne? Okay, das ist also im Prinzip, ja, verstehe. Der Befehlsmodus. Und jetzt sagen wir dem, der soll die angreifen. Jetzt soll er 10 davon umbringen. Aber er kommt gut damit klar, ne? Also er verliert jetzt nicht so viel HP. Jetzt bekommt er sehr viel Gegner. Jetzt bekommt er sehr, sehr viel Gegner. Aber er kommt damit klar. Er ist kugelsicher. So, jetzt haben wir 10 davon getötet. Ah, okay, er ist außer Gefecht jetzt danach. Wir sind jetzt Connor und den Health. Okay, okay, okay. Also er hat Verletzungen an den Füßen, an den Beinen. Hier hat er zum Beispiel 2 Bisse. Bitten auf Flash. Okay, okay, okay. Ja, verstehe. Okay, jetzt muss Marky kommen und den retten. Ich verstehe. Achso, wir müssen jetzt nochmal die Landungskapsel nochmal ausschlachten. Da müssen anscheinend Medikits drin sein. Weil er blutet ja. Nicht, dass er drauf geht. Er verliert Lebenspunkte 3 pro Stunde. Okay. Was haben wir da gefunden? Ja. Was trägt er da? Ach, er trägt 20 von den Dingern. Okay, verstehe. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass Connor completely healed ist. So, sie heilt ihn jetzt. Sie war halt bei mir noch in diesem Befehlsmodus, deshalb hat sie nicht von alleine agiert. Aber sie sollte ihn jetzt eigentlich verbinden, sodass er nichts mehr verliert. Also das muss weg. 3 pro Stunde muss weg, auf jeden Fall. Jetzt ist er nur noch bei 1 pro Stunde. Okay, okay, okay. Hier unten ist es wie in RimWorld, ne? Hier unten steht dann auch, woran er gerade noch blutet und dass sie ihn gerade verbindet. Und überall da, wo dieses Medikit-Symbol dran ist, da war sie schon und hat das verbunden. Ist gut. So, jetzt verliert er zumindest keine Lebenspunkte mehr. Also da seine Blutungen sind gestillt. Das ist gut. Hier steht sogar eine Temperatur dran. Ich weiß nicht, ob bei RimWorld auch eine Temperatur dran steht. Also falls ich mich da irren sollte, ich habe zwar etliche Stunden in RimWorld, aber
Es gibt auch so ein paar Interaktionen zwischen den Menschen, ne? Er hat auch gerade gewunken. Das gefällt mir. Ey, sie kann ihn aber auch wirklich lange verarzten, ne? Das geht schon lange. Also die roten Sachen, die müssen dann noch zu weißen Sachen werden. Ich weiß nicht, was treated heißt. Sie hat auch Probleme mit der Lunge, okay. Verstehe. Und er verarztet jetzt sie, nachdem sie ihn verarztet hat. Okay, verstehe. Okay, ich soll Connor und die Laserpistole equippen. Wir haben zwei Laserpistolen, okay. Und Raka soll die zweite Pistole equippen. Wir haben jetzt... Oh, wir haben nochmal aggressive Biester. Da vorne. Select both survivors. Machen wir doch gleich mal. Und ihr bekommt jetzt den Auftrag, die zu attacken. Jetzt sollen wir wieder 10 töten. Ich hoffe, die verletzen sich nicht schon wieder. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ein Schuss und die liegen. Aber die verfehlen auch. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ja, Connor ist extrem langsam. Ja, jetzt haben wir uns schon wieder verletzt. Sieben von 10, 3 müssen wir noch. Wir hätten das safe spielen sollen, ne? Haben wir nicht. Wir hätten warten müssen, bis der andere auch da ist, bevor wir jetzt hier das Feuer öffnen. Okay, wir können jetzt neu ins nächste Tutorial gehen. Geht's um die Survivor Happiness. Okay, okay. Happiness. Das ist tatsächlich auch wie ein RimWorld, ne? Also er hatte halt Punkte, die ihn auf den Sack gehen. Und Punkte, die ihm gefallen. Place a large wooden or stone table. Okay, wir machen mal den wooden table. In der Nähe des Shelters. Verstehe. Machen wir mal hier hin. Und jetzt müssen wir drei Stühle dahin platzieren. Das ist ein bisschen doof, dass der gleich aus dem Menü rausgeht. Gefällt mir nicht so. Also er geht gar nicht davon aus, dass ich mehrere Stühle platzieren möchte. Er geht gleich aus dem Menü raus. Ist schade. Also jetzt sind wir die Emergency Station. Select the campfire and add a cooked emergency red. Okay, okay, okay. Machen wir mal, bis wir 10 haben. Ah, okay, wir können die jetzt schlachten. Mhm. Schlachten wir die Insekten. Machen daraus dann Emergency-Rationen. Top! Interessantes Geräusch. Ach so, nein, wir machen Fleischsuppe daraus. Verstehe. Jetzt liegt hier ein Haufen von dem Fleisch rum. Muss das nur eingesammelt werden? Ich weiß nicht, ob wir dafür noch einen Lagerplatz haben. Oder ob die das direkt zum Campfire bringen. So, wir sollen den Restriction Tab öffnen. Raw Food. Verbitte. Okay, wir sollen. Der soll kein rohes Essen essen. Genau. Erlaubte. Verbrauchsgegenstände, sag ich mal.
Aber müssen wir das jetzt nicht bei jedem machen? Ja, ich denke schon. Ich mach das jetzt einfach mal bei jedem. Wir können die Dinger anpflanzen. Okay, wir sollen jetzt ein 5x5 Glitter Cap Field anlegen. Machen wir das doch mal. Hey Leute, und das war's auch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge Stranded Alien Dawn. Ein kleines Angespielt zu dem Spiel. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Teile veröffentlichen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel aufgenommen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, es ist, also, ihr nehmt's an, es ist mal was anderes als die ganzen Jagdsimulationen. Und mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und vergesst das Abo nicht. Ciao!